Actionfilme der heutigen Zeit verlieren sich öfters mal in ihrer Action, anstatt mehr Geschichte und Charaktere zu etablieren, was ja bei den meisten Actionfilmen dann völlig flöten geht, wenn sie natürlich nicht gerade aus Nolans Hand stammen. Um den Film, den es heute gehen soll, bezeichnen bestimmt die meisten Actionfans bestimmt schon als Kult. Und er hat Crews Karriere wirklich sehr stark geprägt. Und die meisten werden sich jetzt denken können, um welchen Film es sich handelt. Und zwar Mission Impossible. Brian De Palmas Mission Impossible aus 1996 geht rund 110 Minuten lang. Und wo Tom Cruise, meine ich, den Ursprung seiner Karriere. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, wo fange ich da jetzt am besten an? Fang doch mit der Handlung an. Als nach einem schiefgelaufenen Auftrag alle seine Teammitglieder grausam getötet werden und ihm es auch noch in die Schuhe geschoben wird, versucht er, seine Verfolger zu überführen und kommt so Schritt für Schritt hinter die schockierende Wahrheit. Und wie war's? Also technisch gesehen kann man hier wirklich nicht meckern, vor allem wenn man bedenkt, dass dieser Film von 1996 gemacht ist. Denn die Action-Szenen sind einfach spektakulär, optisch kann er sich wirklich blicken lassen, sieht unglaublich aus. Und auf der Blu-ray haben sie da wirklich, wirklich auch sehr viel rausgehauen. Ist fast keine Körnung zu erkennen und das will was heißen. Also haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Aber die Technik macht ja auch nicht alles aus. Schauspielerisch ist eigentlich auch ganz passabel. Tom Cruise macht einen guten Job, ob bei seiner Paraderolle, glaube ich, nicht unbedingt. Aber jedenfalls ist er cool anzusehen als Ethan Hunt. Er ist ja meistens immer so der Actionheld. Das sind so seine Rollen. Wie gesagt, macht das auch gut. Höhepunkt seiner Karriere, glaube ich. John Boy, der Vater von Angelina Jolie, macht hier wirklich auch einen guten Job. Nicht überdurchschnittlich, aber auch nicht unterdurchschnittlich, also ganz passabel. Jean Reno als Assassine, nenne ich ihn jetzt mal, finde ich, macht hier wirklich einen grandiosen Job, wie man Jean Reno kennt, außer eben in The Da Vinci Code. Da hat er meiner Meinung nach nicht ganz so gut gespielt. Okay, das Skript ist gut geschrieben, auch wenn es sehr vorhersehbar meistens ist. Also die Wendung am Ende fand ich jetzt nicht so wendhaft, also naja, ist halt... Die Action ist auf jeden Fall grandios und was will man mehr bei so einem Film, da muss man halt auch nicht so viel erwarten. Ich glaube, jetzt kann ich auch gleich zum Fazit gehen, denn ich weiß nicht, was ich dafür sagen soll. Es ist jetzt ein intelligenter Actionfilm vielleicht, aber jetzt keine Weltbewegung, wie ich finde. Actionfans werden jetzt bestimmt sagen, nein! Oder sowas. Aber also ich finde, der Film ist gut. Ich könnte ihn mir vielleicht nochmal ansehen, weil... das ist eben Unterhaltungskino, Popcorn-Kino, aber mehr eben auch nicht, wie ich finde. Und von daher, Actionfilm kann man sich ansehen, keine Weltveränderung. Und deshalb finde ich, das war's für heute. Wir sehen uns, Leute. Das nächste Mal. Ciao.